So, hi, neue Ausgabe von Go On, Film ab. Kennt ihr diesen DFB-Moment, wenn man gerade Hans Entertainment geschaut hat? So fucking true. So true. So true, so true. Leute, was war das jetzt? Ich hätte gern das Video mit unserem Interviewpartner. Ich meine, nichts gegen die Fußballjungs, ja, aber wer ist heute bei uns zu Gast? Also nochmal probieren und auf geht's. Sag mal, Leute, kennt ihr diesen Go-On-Moment, wo ihr mit Hans Entertainment beim Interview sitzt und einfach mal... Das Leben genießt, so true, alle die Jungs von Go-On. Das sind die chilligsten Leute, machen immer gute Sachen, so motherfucking goddamn true. Amena, Köl, Amena, hoch die Hände. Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Leute, schaltet ein. Jetzt wisst ihr, welchen spannenden Gast wir heute bei uns zum Interview haben. Darüber hinaus erfahrt ihr, wo ihr in Göttingen im Januar gut Party machen könnt, was das Kulturleben von Göttingen im Januar so zu bieten hat. Wir starten unsere Kategorie Aperitif. Okay, beim letzten Mal wollten wir von euch wissen, welcher ist eigentlich der größte Stadtbezirk in Göttingen und wie viele Leute leben denn eigentlich da? Antwort ist, die Südstadt ist mit 18.039 Einwohnern Stand Ende 2014 der zweitgrößte Stadtbezirk und wird noch überboten durch natürlich Geismar mit 18.775 Einwohnern. Das haben ziemlich viele Leute von euch gewusst, wir haben einige gute Einsendungen bekommen und unter den Teilnehmern wird entsprechend unser neues Go-On-Shirt verlost, individualisiert angepasst. Neue Woche, neue Frage, ihr kennt alle die Wiener Landstraße. Wir möchten gerne von euch wissen, welcher ist eigentlich der berühmteste Sohn dieser Straße? Heißt also, welcher berühmte Mensch ist in dieser Straße geboren? Lasst uns kreative Vermutungen zukommen und unter den Gewinnern verlosen wir wieder unser schönes Go-On-Shirt in Wunschkonfektion. Viel Spaß beim Rätseln und wir übergeben jetzt in unsere Kategorie Easy Talk. Hi Leute, herzlich willkommen. Wir sind wieder hier auf unserer Easy Talk Couch. Heute mit einem besonders gewichtigen Gast, nämlich Hans von Hans Entertainment. Hans, du bist ja im Internet mittlerweile sehr bekannt geworden. Ja. Du hast wie viele Follower? 450.000. Das ist ja eine richtige Menge, ne? Wann hat man dich das erste Mal online gesehen? Das war am 20. Mai. 20. Mai? Und jetzt haben wir gerade mal Ende des Jahres, das heißt ein halbes Jahr. Mhm. In einem halben Jahr quasi eine halbe Million Viewer gesammelt. Naja. Wo liegt das Erfolgsgeheimnis? Ich glaube, das Erfolgsgeheimnis... Hand aufs Herz. Hand aufs Herz, ja. Auf mein großes Herz. Wo das Erfolgsgeheimnis liegt, ich würde mal sagen, dass ich bin nicht so wie manch anderer Gast, wo bei dir bestimmt schon gesessen ist. Manche sind da ziemlich abgehoben und so. Und ich bin einfach ich. Ich scheiß drauf, was andere sagen. Ich ziehe mein Ding durch. Und dem, wo es gefällt, der liked mich. Und dem, wo es nicht gefällt, der entliked mich. Fertig. Also das heißt, authentisch bleiben. Auf jeden Fall. Authentisch ist der Weg zum Erfolg. Ja, top. Und wie kamst du dazu, die Videos zu machen? Aus purer Langeweile. Ich sag mal so, ich bin 3 Jahre lang daheim. Ehrlich? Na, also wirklich aus purer Langeweile. Ich bin 3 Jahre lang daheim gesessen. Nichts gemacht, kein Schulabschluss, gar nichts und auch keine abgeschlossene Ausbildung. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt fange ich mal mit einer Seite an und mit Videos und vielleicht habe ich ja damit Erfolg und was sehe ich da? Ich habe damit Erfolg. Ja, Hammer. Ich meine, woher kamst du denn auf die Idee dazu? Also gerade zu diesen Sprüchen? Ich sage mal so, also den Hans Entertainment ist mir selber eingefallen. Das ist so true auch und das Almanaco habe ich halt, sagen wir mal, teilweise von Gillette Abdi geklaut, aber einfach, weil er halt damit keinen Erfolg hat und sehe da, ich habe damit Erfolg. Und, ich habe ja gehört, das Letzte, ne? Kannst du das nochmal sagen? Dieses vom Chilled Update das oder was? Ja, dieses das ist so ich habe gehört, das heißt irgendwie was also ich sag mal ganz ehrlich, so fein ist, ne? Ihr könnt dann nachher so eine Beatschleife einwenden, eigentlich heißt es ja, ja auf jeden Fall. Ich fick deine Fotze auf dem Übersetzen. Und das Witzigste ist ja, ich habe ja auch noch einen Online-Shop, weißt du, und dort habe ich eine Marketing-Idee erschaffen, das speziell für die weiblichen Zuschauer. Also wenn ihr mal was machen wollt, um euren Mann zu überraschen, wenn euer Mann gerade Lust auf Anal hat und ihr aber nicht, kauft euch den So True Slip. Da steht vorne drauf So True, also so echt, und hinten drauf steht AMK. Und dieses AMK ist die Abkürzung für Amenakel. Das heißt, da weiß euer Mann gleich, egal ob es türkisch oder sonst irgendwas, es geht nicht anal. Ja. Ich habe jetzt wirklich mit Offenheiten gerechnet hier, aber dass das so, ja. Ach, ja ich bin ziemlich offen, wie gesagt, ich habe es erst auf der Zunge. Ja, stark, stark. Ja, was vertreibt dich nach Göttingen oder was verschlägt dich nach Göttingen so? Ja, wie gesagt, ich bin im Alpenmax, habe ich ein Booking und dort werde ich ein bisschen Hans Entertainment Flow verbreiten, den Club ein bisschen weg eskalieren, mit den Leuten feiern, Fotos machen und... Die Crowd zum Ausflippen bringen, die so Göttinger. Ist es. Ich muss ja sagen, ich war ja ganz fasziniert hier, wie du in der Natura wirkst. Ja, also das ist ja wirklich, darf man das fragen, wie groß und wie schwer bist du? Also groß bin ich 2,05 Meter und
Und vor 6 Monaten, also ich bin jetzt schon wieder leichter, ich hatte vor 6 Monaten 260 Kilo. Und jetzt stehe ich aber gerade so bei 200. 200, gute 200. Ja, gute 200. Das ist ein BMI von was? Von 24. Ja, und jetzt, aber trotzdem, du musst überlegen, trotzdem springe ich dir 3 Stunden auf der Bühne rum und mache meine Show, zieh meine Show durch. Auch wenn ich nachher komplett nass geschwitzt bin, ich mache das. Wo kommt die Energie her? Das weiß ich selber nicht. Wahrscheinlich auf den ganzen Fettreserven, wo ich habe. Deswegen schaue ich das auch so gut. Klar, Energiespeicher, ne? Ja, Energiespeicher, ja. Ich hatte halt 3 Jahre lang Massephase, sagen wir mal so. Massephase? Ja, Massephase. Masse sammeln sozusagen. Ja, auf jeden Fall. So mit Leuten in Kontakt treten, bin ich eigentlich ziemlich vorsichtig. Also meine Handynummer werde ich heute nicht rausgeben, aber ich kann euch eins sagen. Wenn ihr wollt, addet mich auf Instagram. H.entertainment. Und dann werde ich gucken, dass ich halt die Nachrichten nach und nach beantworte. Ja, und ihr wisst ja, so ein Leben genießen der Fimmelberg. In diesem Sinne, Leute. Ach genau, ja stimmt, da war ja noch was. Ne? Wir haben eine kleine Überraschung für dich. Okay. Hier als Nicht-Göttinger, Ehrensache natürlich ein schönes. Ich hoffe, ihr habt die richtige Größe. Gyeon-T-Shirt, ja, ich hoffe doch. Wir haben 6-fach XXL besorgt. Ach geil. 6-fach XXL. Ach geil. Ihr seid doch verrückt, aber geil. Reicht das? Natürlich. Also das wäre natürlich der Hammer, wenn du das irgendwo mal in der Öffentlichkeit trägst. Ja, auf jeden Fall. Wenn das machbar ist. Super geil. Dankeschön, Mann. Reicht das? Scheiß. Mein Bester. Also ich meine, reicht die Größe hier? Ja, 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 die Größe reicht. Eigentlich habe ich schon 10 Mixer, aber dann 10 Mal mindestens meine Muskeln. Leute, in diesem Sinne, das war Hans Entertainment von hier aus. Der geht gleich noch ein bisschen weiter und wir übergeben in unsere Rubrik Ausgeh-Tipps. Viel Spaß. Wir sind bei den Ausgeh-Tipps Kategorie Clubbing. Ihr werdet jetzt von uns erfahren, wo ihr in den nächsten Tagen wunderbar gut Party machen könnt, à la... Kategorie Clubbing. Wir starten am kommenden Freitag und zwar ist dort Neon Party im Freihafen ab 23 Uhr. Man könnte sagen, dort wird es buntes Treiben, also im wahrsten Sinne des Wortes geben. Und das ist halt eine etwas skurrile Party, wo es eben Schwarzlicht gibt, wo es so Neon-Giveaways gibt, so Knicklichter, wer möchte, kann angemalt werden. Es gibt im ganzen Teil so ein schönes Flair. Dazu gibt es Dance-Musik, Charts, Elektro, Hip-Hop. Also es kann sicherlich Spaß machen. Es wird sicherlich Spaß machen. Eintritt dabei ist 5 Euro. Was ist ein Tag danach in Göttingen los? Und zwar empfehlen wir am 16.01., das ist Samstag, in der Tangente die Gay Night. Das ist für alle interessant, die, sagen wir mal, das eigene Geschlecht sehr attraktiv finden, aber darüber hinaus auch für alle anderen. Eine interessante Party, die seit mittlerweile über 6 Jahren zum Göttinger Nachtleben dazugehört. Was ist daran cool? Dort wird es verschiedene DJs geben, zum einen Disco Dots und darüber hinaus Miss Vicky Velour. Die wird jedes Mal so verrückte Outfits anhaben. Das ist immer sehr skurril anzusehen, das ist aber auch sehr witzig. Ansonsten gibt es an dem Abend noch schöne Shots dort, die speziell für diesen Abend gemixt werden, die immer sehr lecker sind. Und eben bis 24 Uhr gibt es Pilz und Schnaps für jeweils nur 3 Euro. Eintritt insgesamt 5 Euro. Viel Spaß bei der Gay Night. Was solltet ihr kommende Woche Freitag machen? Und zwar am 22.01. ab 23 Uhr empfehlen wir euch, in die JT-Kantine zu gehen oder auch JT-Keller. Und zwar ist dort Psychopathie meets Party International. Warum ist die Party geil? Ganz klar. Nanu? Was ist jetzt los? Warum ist das geil? Weil es sind halt zwei Partys, die auf 2 Floors miteinander kombiniert werden. Und zwar einmal eine psychedelische Party, die mit unserer bekannten Party International zusammen gemixt wird. Und das ist etwas für alle Nachtschwärmer und Liebhaber gepflegter Tanzmusik. Gemeinsam wird mit 4 DJs gefeiert auf 2 Floors. Und dabei gibt es nicht nur was für die Ohren, sondern auch was für die Augen. Verschiedene gruselige Walking Acts werden euch den Abend einheizen. Also fröhliches Feiern und Gruseln. Kategorie Kulti-Multi. Wir haben wieder ein schönes Konzert für euch rausgesucht. Und zwar ist das im Musa-Saal. Am 18.01., das ist Montag, ab 20 Uhr, wird es das C&R FOP Live 2016 Konzert geben. Was ist das? Das ist ein Musiker-Ehepaar, die sich da C&R nennen. Sie aus Griechenland, er aus Deutschland. Und die vermischen im Grunde ihre beide Herkunft zu einer schönen Komposition aus Musik, die da in so den Indie-Folk- und Rock-Sektor geht. Das ist gerade relativ stark im Kommen. Die wachsen, die Musik ist sehr angesagt, die Konzerte haben immer sehr gute Stimmung und das könnte was für viele von euch sein. Vorverkauf sind 14 Euro, Abendkasse 17 Euro, Leute mit Kulturticket sogar nur 4 Euro. Also viel Spaß bei interkultureller Vernetzung. Ja. Viel Vergnügen mit diesem Konzert. Okay, wir sind im Unikino. Was sollte man anschauen? Und zwar am Donnerstag, den 21. Januar ab 20 Uhr ZHG Saal 011 kommt Ant-Man. Das ist eine Marvel-Comic-Verfilmung, das ist ein ziemlich cooler Film.
Man könnte jetzt sagen, das ist, also kennen viele von euch vielleicht, das ist ein Actionheld, der sich halt unter anderem halt auch auf Ameisengröße schrumpfen kann. Da könnte man jetzt auf die Idee kommen, dass man das nicht unbedingt als Actionheld wirklich ernst nehmen kann. Stimmt auch, wird auch vom Film so verkörpert, deswegen ist es eine Actionkomödie, die cool gemacht ist, die unterhaltsam ist und die halt jedermann durchaus viel Spaß bringen kann. Eintritt wie immer 2 Euro, viel Spaß bei diesem coolen Actionfilm. Kategorie Sparmodus lassen wir heute ausnahmsweise mal weg, weil wir eben aus Effizienzgründen uns ein bisschen Zeit sparen wollen. Und dementsprechend war das Go-On für diese Woche. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin lasst uns gern kreative oder spannende Rückmeldungen zukommen per Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube. Ich bin Robert Jung. Wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin kommt wieder gut ins Arbeitsleben und lasst euch nicht zu sehr von euren Kollegen ärgern.